Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zum heutigen Webinar HDR Projects, der gesamte Workflow einer HDR-Belichtungsreihe. Mein Name ist Michael Piepkras. Ich bin Chefentwickler der Projects-Reihe und verantwortlich für das, was Sie in Projects-Produkten finden, also an technischen Umsetzungen. Sie sollten inzwischen meinen Bildschirm sehen. Der ist im Moment relativ grau, nämlich mit dem Startbildschirm von HDR Projects. Sie können mit uns in Verbindung treten. Das funktioniert über ein Fenster, das Sie in Ihrem, ja, in der Anzeige von der Webinar-Software finden. Da steht Fragen drüber. Und wenn Sie mögen, können Sie da ja mal reinschreiben, woher Sie kommen. Dann sehen wir, woher Sie kommen und dass das Ganze funktioniert. Darüber können Sie dann, wie gesagt, mit uns in Verbindung treten. Die ersten schreiben auch schon. Ich warte mal noch ein wenig ab. Wir haben wieder quer aus der Republik, aus Österreich, Wiesbaden, Hamburg, Hannover, Brandenburg und so weiter. Ja, das scheint alles zu funktionieren. Das ist wunderbar. Gut. Oh, da kommt jemand aus Kiel. Das ist gleich bei mir um die Ecke. Hallo, ich bin in der Nähe von Bordesholm, aktuell ansässig. Der Erste hat es schon entdeckt. Wir sehen auf dem Bildschirm hier in der Mitte steht HDR 7. Und wir haben uns gedacht, dass Sie das natürlich sehen werden. HDR Project 7 ist ganz frisch gerade raus vor einer guten Stunde. Und wir konnten das deswegen natürlich nicht in das Webinar reinschreiben, weil als wir das Webinar geplant haben vor 4 Wochen, wussten wir natürlich noch nicht genau, wann das Ganze vonstatten geht. Heute werden wir uns also schon den Workflow einer HDR-Belichtungsreihe mit HDR Project 7 mit der neuen Version anschauen. Das Premieren-Webinar mit der Erklärung aller neuen Funktionen gibt es einmal am 9. Mai um 17 Uhr und einmal am 15. Mai um 17 Uhr. Der Gerd schreibt, er hat kein Bild, aber Ton offensichtlich. Gerd, vielleicht einmal neu ins Webinar einloggen. Es kann gelegentlich dazu kommen, dass es nicht zu allen Teilnehmern gleichmäßig durchdringt. Das hängt ab von Internetknotenpunkten. Da haben wir keinen direkten Einfluss drauf. Bei den meisten scheint das Bild da zu sein. Wenn ich zwischendurch mal eine kleine Pause mache, bitte nicht wundern, dann habe ich kurz das Mikrofon aus und greife zu meinem Wasserglas. Ja, und dann würde ich sagen, wir schauen uns das heutige Thema an. Belichtungsreihen, HDR-Entwicklung, was muss man beachten, was kann man schon erkennen, bevor man an der Belichtungsreihe arbeitet, also so ein paar Tipps und Tricks, Workflows, was man tun kann. Ja, ich hoffe, ich kann Sie da ein bisschen mitnehmen. Wenn wir es nicht schaffen sollten, alle Fragen zu beantworten, die über dieses Fragenfenster hineinkommen, wir sind heute im Bereich 400 Leute, so grob überschlagen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass uns einige Sachen durchgehen und wir es einfach nicht schaffen. Natürlich werden wir auch ein paar Neuerungen heute in der HDR-Version 7 schon sehen. Aber wie gesagt, nochmal der Hinweis, alle Neuerungen werden explizit erklärt im Premieren-Webinar. Das ist jetzt so ein bisschen, ja, wir haben sie einfach mit reingenommen, weil die Version ist da und dann wollen wir sie auch zeigen natürlich. Die Neuerungen am 9. Mai, 17 Uhr, geht's da auf jeden Fall los. Gut, ich würde einfach mal starten. Und fange mit einer ganz einfachen Sache mal an. Und ich klicke hier mein Bild an. Das lassen wir uns mal anzeigen. Da ist nicht viel zu sehen. Aber nur, weil dort nicht viel zu sehen ist, heißt es nicht, dass dort nicht auch etwas ist. HDR ist also zum einen dazu da, in dunklen Bereichen Dinge sichtbar zu machen, die wir so auf unserem Foto nicht erkennen können. Und auf der anderen Seite des Lichtspektrums, da wo es hell wird, Dinge möglichst sichtbar zu halten, die sonst in hellem Licht untergehen. Super, Gerd, dass das funktioniert hat. Ich lade dieses Bild jetzt mal in die Version HDR Project 7 ein. Ich nehme das Bild, lasse es per Drag and Drop auf das Programm fallen und lasse das Programm einfach mal seine Arbeit tun. Und Sie werden sehen, ups, da ist ja ein Bild. Das ist das Originalbild. Man erkennt so gut wie gar nichts. Und das ist die erste Entwicklung, die Sie mit HDR Project 7 bekommen, aus einem einzelnen Bild. Das ist ein einzelnes JPEG-Bild. Und das finde ich schon recht beeindruckend. Die Frage, die
kommen musste und immer kommt und die ist auch wichtig, ist, wird bevorzugt RAW verarbeitet oder reicht ein JPEG? Sie können in den Projects-Programmen generell beides verarbeiten. Eine RAW-Datei hat natürlich immer mehr Informationen im Bild, weil sie einfach rein mathematisch etwa 64 Mal genauer ist als ein JPEG-Bild in den Helligkeitsabstufungen. Natürlich sieht das Bild ein bisschen verrauscht aus, dass Sie das erkennen können über die Bildschirmübertragung, ist beeindruckend. Denn wir haben ja, ich drücke nochmal die rechte Maustaste und halte die fest, von diesem Bild angefangen. Und jedes Bild, absolut jedes Bild, enthält Bildrauschen. Und wenn ein Tone Mapping aus einem JPEG-Bild das hervorbringt, können Sie natürlich damit rechnen, dass auch ein bisschen Rauschen drin ist. Das Histogramm können wir uns gerne mal anschauen. Ich öffne mal das RAW-Modul, dann sehen wir das Originalbild und das Histogramm sieht halt hier oben so aus. Da ist wirklich nicht viel drin. Es reicht aber, und das sieht man schon, wenn man hier mal einen Belichtungseffekt öffnet und mal die Gamma-Korrektur nach oben zieht. Es ist Information unten vorhanden. Das heißt, für uns, wenn wir eine Belichtungsreihe oder ein Bild beurteilen wollen, also ein Originalbild, können wir in den Schatten mit unseren Augen normalerweise nicht viel sagen. Das ist die Information, die ich Ihnen hier transportieren möchte. Was wir sehr wohl sehen können, ist, dass in den Lichtern, ich drücke nochmal die rechte Maustaste runter, Originalbild, dass die Lichter in der Mitte einen Bereich haben, der vollständig weiß ist. Das können wir mit den Augen sehen. Und diese Erkenntnis sagt uns, wenn es hier vollständig weiß ist, wird dort auch keine Information mehr kommen. Egal mit welchem HDR-Effekt wir da rangehen oder mit welcher Technologie. Das, was im Bild vollständig weiß ist, bleibt weiß. Das, was in dem Bild vollständig schwarz ist, bleibt auch schwarz. Da ist nichts zu machen. Deswegen benutzen wir Belichtungsreihen. Also Einzelbild mal beiseite. Ich lösche das Projekt hier mal raus und gehe dann in eine Belichtungsreihe rein. Und zwar hatte ich mir diese hier ausgesucht. Das ist bei mir hier gleich um die Ecke am Einfelder See. Das ist eine klassische 0-EV-Belichtung. Das heißt, ich habe die Kamera einfach hingehalten und drauf gedrückt. Ich habe zusätzlich aber auch noch eine -2 und eine +2 EV-Exposure-Value oder Belichtungsstufen Belichtungen gemacht. Ich drücke mal die Cursor-Taste rechts, dann sehen wir das dunkle Bild. Und einmal Cursor-Taste rechts, dann sehen wir das helle Bild. Das ist das Auto-Bracketing meiner Canon 77D. Einfach Freihand draufgehalten. Und HDR macht aus 3 oder mehr Bildern oder auch aus einem oder 30, wie viel auch immer Sie machen mögen, ein Bild. Dazu muss man eine ganze Menge berücksichtigen, wenn man mehrere Bilder zusammenbringen möchte und da ein Bild draus machen möchte. Ich nenne einfach mal ein paar. Bildrauschen ist in jedem Bild der Belichtungsreihe unterschiedlich. Dunkle Bilder sind manchmal stärker verrauscht als helle Bilder, weil die Belichtungszeit kürzer ist, nicht nur manchmal, sondern eigentlich immer. Bewegung innerhalb der Belichtungsreihe, Objekte, die sich bewegen, Halme, Äste, die sich im Wind bewegen, Menschen, die durchgehen, Vögel, die vorbeifliegen, das Wasser, was sich bewegt und so weiter. Und nicht zu vergessen, auch Schatten, die sich möglicherweise weiter bewegen. Das klingt jetzt im ersten Moment ein bisschen absurd. Wenn Sie eine Dreierbelichtungsreihe aus der Hand machen, dauert das eine Sekunde ungefähr. Da wird sich ein Schatten nicht groß weiter bewegt haben. Wenn Sie ein Stativ hinstellen und machen eine Zwölferbelichtungsreihe und stellen das alles manuell ein und nehmen jede Reihe einzeln auf, dann dauert das vielleicht 5 bis 10 Minuten, eine Belichtungsreihe zu erstellen und dann haben sich durchaus auch Schatten weiter bewegt. Also auch sowas ist eine Bewegung. Das alles läuft unter dem Thema, unter dem, der Überschrift Geisterbildkorrektur. Jede Form von Bewegung und dazu gehört eben auch die Bewegung von Licht oder Schatten. Die Erde dreht sich, die Sonne bewegt sich weiter, also bewegen sich auch die Schatten. Auch das kann zu Unschärfen im HDR-Bild führen. Also Bewegung ist ein Thema. Bildrauschen hatten wir schon, Bildschärfe. Was ist mit der Bildausrichtung, wenn Sie von Hand aufgenommen haben? Ups, muss ich einmal. Sie sehen vielleicht hier oben, wenn Sie hier oben auf die Bäume achten und ich so hin und her schalte, dass ich mich offensichtlich bewegt habe. Dafür brauchen wir eine Bildausrichtung. Dann müssen wir die Bilder in ihrer Helligkeit aneinander anpassen. Das ist eine Automatik, die passiert. Und. Es gibt also sehr viele Punkte, die wir berücksichtigen müssen, wenn wir ein HDR machen. Die meisten davon nimmt Ihnen die Software ab. Ich nehme jetzt mal diese drei Bilder und lasse die wieder per Drag and Drop auf das Programm fallen. Bildausrichtung erfolgt gerade.
und dann ist das erste HDR auch schon fertig. Und was HDR macht, ist umgangssprachlich gesagt, Dinge in Schatten sichtbar machen und Dinge in Lichtern sichtbar halten. Das sind die zwei wesentlichen Punkte. Das, was Sie aus vielen Programmen als HDR-Effekt kennen, also ich gehe hier mal in die neue Preset-Kategorie Mikrodetail rein, also hohe Detailverstärkung hat nichts mit der HDR-Technik an sich zu tun. Das ist Bildnachbearbeitung. Das sind Detailverstärker. Das kann man auch auf einem Einzelbild machen. Das macht keinen wirklichen Unterschied. Die HDR-Technik sorgt dafür, dass Licht auf dem Bild sichtbar gemacht wird. Gut, wieder zurück in die natürliche Kategorie. Wir haben jetzt so ein paar Punkte beleuchtet. Wir haben das Thema Bildrauschen mal also kurz angesprochen. Und das Erste, was ich immer mache, wenn ich eine Belichtungsreihe in HDR Projects eingeladen habe, ist das genau das Gleiche, was ich auch im Fokusprogramm mache. Ich öffne den Bildsequenz-Player. Dann schalte ich hier oben die Gewichtung aus. Dann sehe ich nur noch die Bilder und dann gucke ich mal durch die Bilder durch. Ich habe hier oben jetzt das Überblenden abgeschaltet und gucke dann einfach, was habe ich denn überhaupt in den Bildern? Hat das mit der Bildausrichtung einigermaßen funktioniert? Kann ich damit rechnen, dass das Bild dadurch einigermaßen scharf wird? Also ich keine Schärfe verliere erst einmal. Wie sieht das aus mit Geisterbildern? Man sieht oben, die Äste haben sich offensichtlich nicht sehr bewegt. Auch das Wasser ist sehr ruhig. Es war ein sehr ruhiger Abend. Das heißt, mit Geisterbildern habe ich hier nicht so zu rechnen. Also grundsätzlich eigentlich erstmal alles gut. Jetzt gucken wir uns mal die Lichtinformationen in den einzelnen Bereichen an. So schließe ich das mal hier und wähle hier oben den Bereich Belichtungsreihe bearbeiten aus. Und das, was wir jetzt gerade zusammen machen, ist die Analyse der Belichtungsreihe, die wir fotografiert haben. In der Kamera sehen wir nicht genau, was wir fotografiert haben. Wir müssen dann also erstmal gucken, was habe ich eigentlich, damit wir vielleicht auch so ein bisschen ausloten können, wie weit können wir diese Reihe, dieses Bild an seine Grenzen bringen. Schauen wir uns das dunkelste Bild an und HDR Projects sortiert die Bilder immer nach ihrer Helligkeit. Das dunkelste steht oben. Das dunkelste zeigt mir an, wie viel Information kann ich in der Nähe der Lichtquelle bekommen im Umkreis. Alles, was hier in der Mitte weiß ist, dort werde ich keine zusätzlichen Details mehr bekommen. Das kann ich also an diesem Bild sehen. Ich kann sagen, mein HDR-Bild kann hier in der Mitte, wo es weiß ist, keine Details erzeugen. Die ist nicht möglich. Die mittlere Belichtung ist immer noch recht dunkel. Ich sage dann gleich am Ende nochmal was dazu. Entschuldigung, ich war gerade vom Fragenfenster abgelenkt. Das ist ein bisschen schwierig, wenn man das so synchron macht. Die mittlere Belichtung ist dafür da, alles vernünftig, sinnvoll zu belichten, was bei 0 EV liegt, also bei der Standardbelichtung. Es ist hier eine sehr dunkle Atmosphäre, weil die Sonne war halt auch schon fast weg. Und an der hellsten Belichtung können wir dann sehen, was ist in den Schatten zu holen. Wie viel Informationen werden wir bekommen? Wie hier die Gräser vorne sehen, da werden wir gute Informationen bekommen im HDR-Bild. Wenn wir jetzt hier unter den Steg schauen, dieser Pfahl, den Sie wahrscheinlich nur noch erahnen können, den werden wir auch im HDR-Bild nicht mehr sehr gut sichtbar machen können, weil hier keine Information da ist. Ein bisschen geht, Tonmapping hilft, aber es wird nicht endlos sein. Das heißt, wenn ich mir diese Belichtungsreihe anschaue und analysiere, stelle ich fest, ich hätte eigentlich noch ein helleres Bild machen müssen, um dann auch hier unter dem Steg alles sichtbar zu bekommen. Die Frage ist, ob man das erreichen möchte. Es wäre aber sinnvoll gewesen, wenn ich eben dieses vierte Bild in ganz hell, in plus 4 EV vielleicht noch gemacht hätte, dann hätte ich auf jeden Fall die Möglichkeit gehabt, die Dinge sichtbar zu machen. Jetzt schauen wir uns mal an, was das Tone Mapping daraus macht. Es ist genau das, was wir analysiert haben. Hier ist ein weißes Stück Sonne zu sehen, weil dort ist unsere dunkelste Belichtung halt am Ende angekommen. Pardon. Und hier in die Gräser sind okay. Das hat das Programm also gut zusammengefügt. Auch wie gesagt, an der Sonne sind wir bis an den Rand dran und unterm Steg ist es relativ dunkel. Das gibt insgesamt die Bildstimmung aber relativ gut wieder. Das ist jetzt ein vorbearbeitetes HDR-Ergebnisbild. Eigentlich müsste man korrekterweise sagen, ein Tone-Mapping-Ergebnisbild. Denn das HDR-Ergebnisbild
gehen wir nochmal zurück, sieht eigentlich so aus. Das hier, was Sie hier sehen, ist die reine Fusion, das Zusammenfügen der Belichtungsreihe zu einem HDR-Bild. Wenn wir es ganz genau nehmen, ist das hier schon eine korrigierte Ansicht, Extras, Einstellungen, hier gibt es eine Einstellung HDR-Gamma im HDR-Bild anzeigen. Ist ein bisschen technisch. Eigentlich sieht das reine HDR-Bild so aus. Aber das können Sie ja nicht, da können Sie ja nichts erkennen. Deswegen haben wir diese Option schon seit einigen Versionen enthalten, dass wir hier eine Korrekturanzeige machen, sodass Sie in diesem Modus Gewichte bearbeiten auch etwas sehen können. Und das Tone Mapping, also das Komprimieren der Tonwerte, macht dann daraus ein ansehnliches Bild. Natürlich kann man jetzt sagen, das Bild muss heller sein, die Farben sind mir noch zu schwach, das Blau könnte stärker sein. All diese Dinge können Sie natürlich in der Bildnachbearbeitung machen, aber da sind wir dann bei subjektivem Geschmack. Der eine sagt, das Bild ist mir schon zu hell, der nächste sagt, das Bild ist mir viel zu dunkel. Und wenn Sie da 5 Personen fragen, haben Sie 7 Meinungen. Das ist die Schwierigkeit. Und das ist auch die Schwierigkeit für uns bei den Presets. Deswegen gibt es auch von diesen Presets, von den Voreinstellungen oder Bildvorschlägen hier auf der linken Seite so wunderbar viele, wo Sie einfach aussuchen können. Zum Beispiel könnte man hier mal natürlich dynamisch nehmen. Dann kriegen wir ein sehr viel kräftigeres Bild. Oder helle Lichter. Wird der Lichtbereich, wird die Sonne heller. Oder wir bleiben bei dem ausgewogenen Bild und gehen über eine andere Variante, nämlich die 5 HDR-Stile hier oben. Das war ein Wasserglas-Moment, pardon. Die 5 HDR-Stile sind eine Besonderheit. Die sorgen nämlich dafür, dass das Tone-Mapping als solches auf eine andere Art berechnet wird. Ausgewogen, Schatten und Lichter, feine Details, das nennen wir Grunge und leuchtend oder Aura. Die Besonderheit an diesen HDR-Stilen ist also, dass das Tone-Mapping modifiziert wird für verschiedene Bildlooks und dass sich das automatisch auf alle Presets auswirkt. Das kennen Sie aus HDR Project 2018 auch schon. Was hier neu ist in der Version ist, wir haben sämtliche HDR-Stile neu aufgesetzt. Das heißt neu parametriert, sagt man, neu eingestellt. Und die direkte Folge war daraus, dass wir auch alle Presets neu bauen mussten. Wir haben 5 HDR-Stile mal 188 Presets. Das sind, sagen wir mal vorsichtig, eine ganze Menge Vorschläge, die Sie halt direkt bekommen und die können Sie dann entsprechend weiter bearbeiten. Gut, jetzt haben wir gesehen, wie man eine Belichtungsreihe grundsätzlich analysieren kann, was man damit machen kann. Hier meldet sich gerade irgendein Hintergrundprogramm. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie man dann darauf, wie man auf bestimmte Dinge reagiert. In dieser Belichtungsreihe würde ich sagen, A, das Bild ist noch ein bisschen schief. Das heißt, eine wichtige Sache ist zum Beispiel immer Horizontkorrektur. Im RAW-Modul können wir das unter Verzeichnung einstellen, den Horizontpicker uns holen, eine Horizontlinie einmalen, die wir für richtig halten, das Bild gerade stellen, anwenden und erledigt. Eine Frage, die gerade von Werner kommt, ist, ob die alten Presets noch funktionieren. Ja. Die funktionieren alle noch. Sie können also auch Ihre eigenen Presets aus HDR 2018 Professional natürlich hier rein importieren. Einfach über diese Importfunktion. Ihre Add-ons, Ihre Zusatzpakete, die Sie gekauft haben, funktionieren hier natürlich auch noch. Das haben wir natürlich alles berücksichtigt, weil das wäre einfach unfair, wenn das nicht mehr gehen würde. Deswegen natürlich, das funktioniert alles auch. Sie können noch Ihre Projekte, die Sie gespeichert haben in HDR 2018, in HDR Project 7 einladen. Ist kein Problem. Das ist, wie man so schön sagt, abwärtskompatibel. Jetzt haben wir eine Horizontkorrektur gemacht und ich persönlich würde tatsächlich auch dieses Bild noch ein bisschen heller machen. Und wir machen das jetzt mal im Expertenmodus hier oben. Da klicke ich mal oben rechts drauf. Dann öffnet sich genau der Expertenmodus, den Sie auch aus vorherigen Programmen, also Programmversionen schon kennen, sofern Sie die schon kennen. Für die, die es noch nicht kennen, dieser Expertenmodus ist eine Zusammenstellung der Post-Processing-Filter, der Bildeffekte, die Sie hier flexibel verändern können. Sie können also jedes Preset, jede Voreinstellung nehmen. Sie sehen hier bei den gewählten Effekten rechts, verändert sich was und können die modifizieren.
Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte im Tonmapping mehr Intensität haben. Oder ich setze das Preset nochmal zurück. Ich möchte in der dynamischen Helligkeit, ein Helligkeitseffekt, mehr dynamische Helligkeit. So persönlich finde ich es schöner. Aber das ist subjektiver Geschmack. Die einfachste HDR-Bearbeitung ist also, ich nehme einfach mal eine andere Belichtungsreihe, damit wir nochmal ein anderes Bild sehen. Nehmen wir mal diese hier oben. Die einfachste Art, ein HDR-Bild mit HDR Projects in der Version 7 hier zu erzeugen, ist einfach die Belichtungsreihe oder das Einzelbild nehmen, auf das Programm fallen lassen, also per Drag and Drop einladen und dann einfach die Presets zu genießen und das Richtige zu finden, was auch immer einem gefällt. Und nehmen wir mal hier die Kategorie natürlich, die ich jetzt ausgewählt habe. Und dann wähle ich mal hier diese Funktion an. Da kommt der Tooltip, zeigt alle sichtbaren Voreinstellungen im Browser an. Da klicken wir mal drauf und dann lassen wir uns mal alle Presets, alle Bildvorschläge in der Kategorie natürlich in einem Übersichtsfenster anzeigen. Da können wir jetzt mit dem Mausrad ranzoomen und können uns die dann alle einzeln in aller Ruhe anschauen. Wir können auch eines hier mit dem Linksklick als Referenz setzen und dann per Rechtsklick mit anderen vergleichen und können uns dann hier für eines entscheiden, vielleicht natürlich sonnig. Klicke ich dann mal drauf mit dem Doppelklick und dann habe ich das direkt ausgewählt. Ich muss also nicht hier links komplett durchgehen. Ich kann das auch in meinem Browser machen, ganz wie Sie möchten. Eine Frage, die gerade kommt, muss die gesamte Belichtungsreihe ins Programm gezogen werden oder reicht ein Bild davon? Wenn Sie ein Bild in das Programm hineinziehen, ich nehme jetzt mal nur die dunkelste Belichtung, dann wird auch nur das eine Bild eingeladen und daraus eine Entwicklung HDR aus einem Bild gemacht. Das funktioniert bei diesem dunklen Bild noch relativ gut. Wenn Sie das mit einer größeren Belichtungsreihe machen, dann wird das nicht mehr so gut funktionieren. Denn wenn Sie möchten, dass das Programm die Belichtungsreihe komplett verarbeitet, geben Sie dem Programm bitte auch die ganze Belichtungsreihe. Jetzt machen wir es mal ein bisschen schwieriger. Wir haben jetzt den ersten Workflow gesehen. In dem Buch HDR Projects Coach wird das in etwa als Blitz-Workflow beschrieben. Schauen wir uns mal die nächste Stufe an. Ich nehme mal eine Belichtungsreihe, die ein bisschen komplizierter ist. Da muss ich mal kurz gucken. Hier habe ich sie gehabt. Ich mache das mal ein bisschen größer. Das sind hier 1, 2, 3, 4 Bilder einer Belichtungsreihe. Jetzt im RAW-Format von der EOS 1100 bei ISO 100. ISO 100 klingt erstmal gut. 10 Sekunden Belichtungszeit bei dem Bild. Dürfte eigentlich nicht so schwierig sein. Es ist allerdings eine Nachtszene. Und mit Nacht meine ich wirklich Nacht. Es war tatsächlich fast in der Nähe von Mitternacht. Das ist das Casino in Kiel. Und das ist das erste Bild, was Sie bekommen aus HDR Project 7. Das ist schon recht gut. Das ist eigentlich schon ziemlich gut. Aber es geht noch besser, wenn Sie manuell Belichtungsreihen optimieren. Dann können Sie noch einiges mehr herausholen. Und das ist ja auch das, was wir uns so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben haben, dass Sie nämlich die Möglichkeit haben, alles zu beeinflussen, was Sie möchten. Schauen wir uns die Belichtungsreihe mal an. Wie gesagt, erster Schritt, also es ist mein erster Schritt, es muss nicht der Ihre sein. Ich mache ihn trotzdem hier mal um. Gewichtung abschalten, Belichtungsreihe an sich anschauen. Die dunkelste Belichtung ist wirklich dunkel. Da ist jetzt kein Licht mehr komplett einfach ausgeweist. Die nächste Belichtung wird dann etwas heller, noch etwas heller und die hellste Belichtung, da sehen wir dann auch, dass der Himmel noch ein bisschen Restfarbe hat. Aber wir sehen natürlich, diese Schriftzüge sind alle komplett, ja, ausgebrannt. Das ist halt komplett überweißt. Das Programm macht daraus für uns ein gutes HDR-Bild. Der Himmel ist blau, die Schrift ist zu lesen. Sogar das, ich gehe da mal ein bisschen ran, das kleine A im Casino-Schriftzug ist zu erahnen, und zwar genau so stark, wie es auch in der dunkelsten Belichtung zu sehen ist. Ich kann hier leider nicht reinzoomen, aber man kann erkennen, da ist so ein Strich drin. Und das ist genau das, was wir hier im Tonmapping auch sehen. Vielleicht an dieser Stelle mal ein Hinweis auf eine neue Funktion in HDR Project 7. Einmal den Blick nach rechts richten. Sie kennen Standard HDR. Das ist das, was Sie aus HDR Project 18 noch kennen. Sie kennen Ultra HDR. Das ist unsere spezielle Technik, die integrales HDR macht. Das bedeutet, es werden
Bilder zwischen den Belichtungsreihenbildern erzeugt, die entlang der Kamerakurve verlaufen und dadurch wird ein besseres HDR erzeugt. Und jetzt ist da rechts daneben noch so ein kleiner, ich sage mal, Leuchtmittel-Button entstanden und da steht, aktiviert den Highlight-Boost in der 64-Bit-Ultra-HDR-Fusion. Es gibt also einen neuen Ultra-HDR-Modus, der nennt sich Highlight-Boost. Den schalte ich jetzt mal ab. Der ist per Default eingeschaltet. Schalten wir den mal aus und dann sehen Sie, was passiert. Ich schalte ihn nochmal an. Der Highlight-Boost ist dazu da, in den Lichtern einen natürlichen Look zu erzeugen, dem Bild mehr Tiefe zu geben und trotzdem alle Details in den Lichtern zu erhalten. Das heißt, die Bilder wirken nicht mehr so flach. Sie haben jetzt viel mehr Tiefe in den Bildern mit diesem aktivierten Highlight Boost, der wie gesagt komplett neu ist. Der funktioniert mit allen HDR-Algorithmen und mit allen Ultra-HDR-Szenarien. Der ist also überall zuschaltbar und ist per Default auch an, was absolut Sinn macht. Aber auch hier sieht man wieder, wenn Sie möchten, können Sie natürlich auf den HDR 2018 Modus zurückschalten und wenn Sie Ultra HDR ausschalten, also normales HDR anmachen, auch auf HDR Project 5 zurückschalten. Sie haben also die Wahl und das ist wichtig, denn Sie sollen ja mit Ihrem Bild alles machen können, was Sie möchten. Es wurde vorhin angemerkt, dass die Personen ein bisschen unscharf sind. Das ist nur eine der Problemzonen dieser Belichtungsreihe. Ich zeige Ihnen vorher noch mal eine weitere. Ich öffne mal das RAW-Modul. Und schalten wir das mal hier auf die volle Auflösung und gehen mal in den Himmel hinein. Der Himmel ist in einer dunklen Belichtung relativ dunkel, so wie es zu erwarten ist. In der hellen Belichtung ist er schön blau und glatt. In der dunklen Belichtung ist er erstmal nur dunkel, aber er ist eben nicht nur dunkel. Das haben wir ja vorhin gelernt mit dem ersten Bild. In den Schatten, in den dunklen Bereichen sind Details vorhanden, die wir nur nicht sehen. Wenn ich jetzt mal Folgendes mache, hier oben die neue Helligkeit der Bildanzeigefunktion benutze im RAW-Modul, dann wird mein Bild, was ich hier in der Mitte sehe, mir heller angezeigt. Es wird aber nicht so bearbeitet. Das ist eine Anzeigehilfe und das schiebe ich jetzt mal nach oben. Und dann sehen Sie, was da im Hintergrund zu sehen ist. Ich hoffe, das kann man gut erkennen. Sie sollten jetzt ziemlich buntes Bildrauschen sehen, denn ISO 100 bedeutet nicht, dass kein Rauschen im Bild ist, sondern nur, dass weniger Bildrauschen drin im Bild ist als bei ISO 200 oder ISO 400. Wir müssen also das Rauschen bekämpfen. Und wenn wir uns jetzt die verschiedenen Bilder ansehen, dann sehen Sie, dass in dem nächst helleren Bild viel weniger Bildrauschen drin ist, weil die Kamera länger belichtet hat. Und wenn die Kamera länger belichtet, dann ja, wie soll ich das sagen, dann nivelliert sich das Bildrauschen schrittweise aus. Das ist ähnlich wie beim Noise Stacking. Je länger Sie belichten, umso weniger Rauschen ist im Bild, aber umso heller wird auch das Bild. Das heißt, in einer kurzen Belichtungszeit in dunklen Bereichen Details aufzunehmen, ist sehr, sehr schwierig. Wir müssen also entrauschen. Wir könnten jetzt hier im HDR-Programm entrauschen. Wir könnten uns eine der Belichtungen hervornehmen. Schauen Sie sich mal die dunkelste Belichtung an. Das ist schrecklich. Also was da noch verborgen ist. Und das können wir entfernen. Das können wir entweder entfernen, indem wir hier den Entrauschen-Tab öffnen und dann zum Beispiel den Entrauschen-Regler ein bisschen nach oben drehen, so dass das Rauschen halt gerade so verschwindet und vielleicht noch hier den Farbwolkenregler dazu benutzen, um diese Färbungen rauszukriegen. Es bleiben immer noch so ein paar dunkle Punkte über, aber bedenken Sie bitte, das Originalbild, ich mache jetzt hier oben die Helligkeit der Bildanzeige mal wieder aus, das sieht eigentlich so aus. Eigentlich sehen Sie dieses Rauschen erst einmal gar nicht. Nur wenn Sie später Tonmapping benutzen, dann wird das dieses Rauschen sichtbar. Und das ist genau der Punkt. Die HDR-Fusion an sich bringt nicht mehr Rauschen ins Bild, wie man häufig annimmt. Es ist das Tonmapping, was das tut. Also das Zusammendrücken der Helligkeiten, die Tonwertkompression, die bringt das Bildrauschen in HDR-Bilder. Nicht die HDR-Fusion. Wir könnten also hier jetzt entrauschen. Ich wende das jetzt mal an. Speichere das nicht im Kameraprofil. Dann wird das jetzt auf alle vier Belichtungsreihenbilder gleichermaßen gemacht. Wir haben im eigentlichen Ergebnisbild nicht viel Unterschied gesehen. Man sah, zumindest ich sah, konnte es am Bildschirm sehen, eine ganz leichte Veränderung. Jetzt gehen wir nochmal in die volle Auflösung rein und gucken mal,
wie es im Himmel aussieht. Das sieht ganz gut aus. Das Bild ist insgesamt noch relativ weich. Zum Thema Bildschärfe kommen wir dann gleich noch. Was wir jetzt gemacht haben, ich gehe nochmal ins RAW-Modul zurück, nehme nochmal die Helligkeit der Bildanzeige. Wir haben unsere Entrauschungseinstellung anhand dieses Bildes gemacht. Wir haben es nicht anhand des dunklen Bildes gemacht und auch nicht anhand des helleren Bildes. Was ich also eigentlich tun müsste, wenn ich es absolut perfekt machen möchte, und wir reden hier wirklich über die letzten 1-2% Bildqualität, aber da wollen Sie ja hin. Sie wollen ja hochqualitative Bilder haben. Dann könnte man auf die Idee kommen, das Folgende zu machen, nämlich, das Bild ist hier schon drin, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. So, ich hoffe, Sie sind alle wieder bei mir. Das Bild wollte ich da eigentlich nicht drin haben. Ich habe jetzt hier geöffnet das Programm DINOIS Projects 2 Professional. Und wenn wir es ganz richtig machen wollen würden, dann müssten wir eigentlich jedes Bild der Belichtungsreihe einzeln für sich entrauschen. Dann bekommen wir die maximale Qualität. Das können Sie auch mit der Stapelverarbeitung machen, unter Extras Stapelverarbeitung, die Entrauschungsautomatik heranziehen und dieses Bild jetzt einfach durch die Entrauschungsautomatik schicken und dann speichern, aber bitte speichern als 16-Bit-TIFF. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen alles durchführen, weil dann schauen Sie mir 6 Minuten zu, wie ich hier Bilder einzeln entrausche und speichere. Nur wenn Sie wirklich an die Grenzen möchten und insbesondere dann, wenn Sie ein Bild im Post-Processing viel bearbeiten möchten, dann sollten Sie sich die Mühe machen und die Bilder einzeln in einem dafür spezialisierten Entrauschungsprogramm entrauschen. Denn diese Spezialisten sind dafür da, maximale Qualität zu bringen und nur dann können Sie Ihr Bild auch maximal nachbearbeiten. Das heißt, das einzelne Entrauschen von Belichtungsreihenbildern mag etwas aufwendig erscheinen. Ihr Bild wird es Ihnen am Schluss aber danken. Das werden Sie sehen. Ich habe gerade eine Frage. Ich lese die Frage mal vor. Ich habe bei der HDR-Bearbeitung oft bei strahlenblauem Himmel nach dem Tone-Mapping wolkige, schwammige Gebilde im Himmel. Ist das auch ein Rauschproblem? Ja, das ist auch ein Rauschproblem. Denn das Rauschen ist ja manchmal, ich nehme nochmal die Ansicht im RAW-Modul und nehme hier diese Helligkeitsanzeige nochmal hinein. Das Rauschen ist ja manchmal auch, haben wir nochmal die volle Größe, wenn Sie sich das hier angucken, dann sind diese Wolkenbildungen, die Sie hier sehen, die sind ja größer als ein Pixel und das Bildrauschen in Ihrer Kamera ist auch nicht immer nur ein Pixel groß. Das heißt, eine Bildentrauschung hilft gerade beim Himmel sehr, wenn sie gut gemacht ist. Und mit gut gemacht ist, meine ich nicht, dass man den Regler hier nimmt, entrauschen und sagt, so gut es, so viel wie geht, dann wird nämlich Ihr ganzes Bild nur weich, sondern ein gutes Entrauschen entsteht immer dann, wenn Sie versuchen, sich einen Bildbereich ins Bild zu bringen, wo Sie ein scharfes Detail haben, ein nicht ganz so scharfes Detail, wie hier diesen Mast oben, und Rauschen an sich. Und wenn Sie dann mit dem Entrauschenregler langsam so weit gehen, machen wir das mal hier oben an diesem Pfahl, ich gehe da mal ganz dicht ran, nochmal auf 0. Das ist das, was wir haben. Dann können wir leicht entrauschen. Dann sehen wir, es passiert ein bisschen was. Die Kontur dieses Pfahls bleibt aber halten. Und in dem Moment, wo das Entrauschen diesen Pfahl angreift, in Anführungsstrichen, so wie hier jetzt, dann sollten wir aufhören zu entrauschen, weil in dem Moment verlieren wir Details. Sie können dann die Qualität noch hochsetzen. Dann ist die Berechnungsintensität, also die Berechnungsqualität, noch genauer. Das führe ich jetzt hier aber mal nicht nochmal auf die Reihe aus. Wichtig war mir der Punkt, entrauschen können Sie natürlich auch in HDR Projects im RAW-Modul. Wenn Sie maximale Qualität haben möchten, benutzen Sie einen Spezialisten wie zum Beispiel DINOIS Projects 2 Professional. Die können das deutlich besser. Jetzt kann man sich die Frage stellen, warum sind diese Programme denn nicht alle direkt integriert? Weil Sie dann ein Programm hätten, was A, unfassbar langsam wäre, wenn alles immer permanent gemacht werden müsste. Es wäre also überhaupt nicht mehr bedienbar. Und B, würde ein Bildschirm gar nicht für solche Oberflächen reichen.
Dann hätten Sie nämlich wenn Sie mehrere Programme zusammenfassen, irgendwie 400 Buttons auf dem Interface und könnten es überhaupt nicht mehr bedienen. Also ich könnte es nicht. Die Frage, die von Rosa gerade kommt, erst in HDR entrauschen und dann noch DNOIS? Nein. Ganz wichtig, entrauschen entweder in DNOIS Projects oder in HDR Projects. Und doppelt entrauschen bedeutet im Normalfall, dass Sie Details verlieren. Was Sie machen können, Sie jederzeit tun können, dazu muss ich die Belichtungsreihe nochmal laden. Ich mache das hier über den History Browser kurz. Wenn Sie Farbrauschen und Farbwolken nachträglich entfernen möchten, das können Sie ohne weiteres in HDR Projects tun, denn Farbwolkung ist im Gegensatz zu Bildrauschen über die Bilder gleich verteilt, egal wie hell sie sind. Also nochmal Helligkeit der Bildanzeige, ganz nach oben. Das, was wir hier oben sehen, ich muss da jetzt mal so ein bisschen ranzoomen, wenn ich das jetzt entrausche. Ja, ich sollte in die volle Auflösung gehen, das würde helfen, dann sieht man es ein bisschen besser und vielleicht ein klein bisschen dunkler machen. Ja, irgendwo hier. Das ist Ihr originales Bild oder mein originales Bild. Jetzt entrauschen wir da ein bisschen rein und dann sieht man diese farbigen Flecken, die entstehen. Farbwolkung. Das können Sie auch im HDR-Programm direkt hinterher machen. Das ist kein Problem. Gut. Wir haben uns sehr ausführlich mit dem Thema Entrauschen beschäftigt. Also ich mache es tatsächlich so, ich lade die Belichtungsreihe erst in HDR Projects ein, schaue mir dann an, was habe ich? Also gucke mir die hellsten Stellen an, gucke mir die dunkelsten Stellen an, gucke mir dann das Bildrauschen an und je nachdem, wie viel Bildrauschen ich habe, entscheide ich, ob ich die Bilder einzeln in DNOIS vorentrausche und dort als 16-Bit-TIFF speichere und sie dann hier wieder als TIFF-Belichtungsreihe einlade. Wenn ich das nicht mache in DNOIS, dann arbeite ich hier direkt weiter und dann widmen wir uns mal anderen Problemen. Das Thema Horizont hatten wir schon, können wir aber ruhig nochmal machen, weil es ist wichtig und schön einfach. RAW-Modul öffnen, Verzeichnungskorrektur. Dann nehmen wir mal ein helleres Bild, damit wir ein bisschen mehr sehen können. Die können Sie also hier links einfach anwählen. Und dann wähle ich hier diesen Horizont aus und nehme dann eine Horizontlinie. Und wie Sie an diesen Gebäuden erkennen können, ist zum Beispiel dieses Gebäude da hinten recht schief. Das eignet sich nicht so sehr. Wenn ich also hier jetzt so eine Linie runterziehe, dann funktioniert das natürlich nicht so gut. Da könnte man sich dann die Frage stellen, ob dieses Gebäude, ob diese Kante vielleicht gerade ist. Wir müssen also eine Kontur finden, die im Bild gerade, also vertikal oder horizontal verläuft. Und auch diese Gebäudekante ist aufgrund der Perspektive nicht wirklich gerade. Im Normalfall finden Sie gerade Kanten tendenziell in der Mitte des Bildes. Ich nehme jetzt mal diesen Pfahl, gehe einmal runter und dann haben wir es einigermaßen gerade hingestellt bekommen. Das können Sie natürlich auch noch nachjustieren, wie Sie möchten. Also Horizontkorrektur ist auch so eine kleine Kunst für sich. Die sollte man auch möglichst früh machen. Sie können sie aber hier in der Version 7 in HDR Projects, wie auch in der Vorversion, zu jeder Zeit machen. Sie können also jederzeit ins RAW-Modul wechseln und dort Dinge verändern. Das Thema Geisterbildkorrektur, die unscharfen Personen, würde ich gerne an einem etwas größeren Beispiel machen, wo einfach die Fläche ein bisschen größer ist. Denn natürlich ist Geisterbildkorrektur oder bewegte Objekte, hatten wir vorhin ja schon angesprochen, ein Thema, was wichtig ist. Dazu nehme ich mal eine 9er RAW-Belichtungsreihe, lade die wieder per Drag-and-Drop ein. Ich benutze eigentlich persönlich nur noch das Einladen per Drag-and-Drop. Der eine oder andere macht es lieber übers Menü. Das geht natürlich auch. Datei, Belichtungsreihe einladen. Also hier oben über Datei und dann Belichtungsreihe einladen oder HDR aus einem Bild oder über den Verlaufsbrowser. Geisterbildkorrektur. Geisterbildkorrektur ist auch etwas, was man relativ weit vorne im Workflow macht, aber man macht es nach dem Entrauschen, denn wir sind ja bereits im HDR-Programm. Das heißt, wir gucken uns erst das Rauschen an, danach gucke ich mir persönlich den Horizont an und dann gucke ich, wie ist das denn mit Bewegung? Hat sich irgendwas bewegt? Hat sich Licht bewegt? Wie gesagt, Bildsequenz, Player anmachen und einfach mal durch die Reihe durchgehen. Und wir sehen, dass da eine Person vorne vorbeiläuft, dass wir in diesem Bild hier eine Spiegelung der Person im Fenster haben, genauso hier im Fenster und auch in den dunklen Bildern ist da noch Bewegung. Und das ist das, was wir schlussendlich,
hier in der HDR-Fusion auch erkennen im fertigen Bild. Man sieht hier diese Schatten, diese Geisterbilder. Deswegen heißen die Geisterbilder, weil das halt so aussieht wie aus einer Spuksendung vielleicht. Was kann man dagegen tun? Entweder man wartet, bis keine Bewegung da ist. Das ist sehr müßig, das wollen wir nicht, denn wir wollen ja einfach situativ eine Belichtungsreihe dann machen, wann wir es wollen. Und nicht darauf achten müssen, fährt da jetzt ein Auto vorbei oder läuft da gerade jemand oder bewegt sich der Baum jetzt stärker im Wind. Dazu gehe ich mal wieder in die Belichtungsreihenansicht hier, in die Bildsequenzbearbeitung. Und da gibt es hier unten rechts einen Schalter Geisterbildkorrektur. Den aktiviere ich mal und dann wird eine Geisterbildkorrektur durchgeführt. Und hier sehen wir jetzt, die Person an sich ist scharf. Ich gehe mal wieder ins Tonmapping zurück. Die Person ist scharf, die Spiegelungen sind nicht zu sehen. Und die Geisterbilder sind entfernt. Das ist grundsätzlich erstmal zufriedenstellend. Die Frage ist jetzt, die man sich stellen kann, ist, warum ist denn jetzt genau diese Person zu sehen? Es hätte ja auch, nochmal in die Bildsequenz an sich zurück, es hätte ja auch zum Beispiel, die Person hätte ein bisschen weiter genommen werden können oder fast aus dem Bild sein können oder es hätte eins von den dunklen Bildern sein können. Woher kommt das, dass genau dieses Bild genommen wird? Das liegt an einer bestimmten Sache, die haben wir genannt, Masterbild. Viele von Ihnen kennen das schon. Hier steht bei einem Bild, das ist das Masterbild oder das Ankerbild. Das ist genau das Bild, was wir hier sehen, was in der Geisterbildkorrektur als Basis genutzt wird. Das, was hier an Bewegung in einem Standbild eingefangen ist, das ist das, was die Geisterbildkorrektur herausrechnen wird. Wenn Sie darauf Einfluss nehmen möchten, und möchten zum Beispiel, dass dieses Bild, also die Person hier fast rechts am Rand zu sehen ist, dann können Sie das Masterbild umsetzen und dann sehen Sie, die Geisterbildkorrektur ist entsprechend angepasst. Wieder ein Bild zurück, das Masterbild umgesetzt, das ist immer noch ein HDR-fusioniertes Bild, aber die Person steht an einer anderen Stelle. Das heißt, durch dieses Umsetzen des Masterbildes haben Sie natürlich die Möglichkeit, selbst zu beeinflussen, welche Bewegung soll angezeigt werden. Das geht aber nur in Grenzen. Denn wenn Sie das auf das dunkelste Bild schalten, was Sie tun können, dann wird Ihre HDR-Entwicklung entsprechend dunkel und dann passieren diese Dinge im Tonmapping. Dann sehen Sie diese Halos, die Sie aus vielen HDR-Bildern kennen. Das heißt, es ist sinnvoll, sich ein Masterbild zu suchen, was irgendwo in der Mitte der Belichtungsreihe liegt, und zwar in der Belichtungsmitte. Das ist nicht unbedingt immer bei neun Bildern das fünfte Bild. Das kann auch das sechste oder siebte sein. Es sollte halt nur nicht das erste oder das letzte sein oder das vorletzte oder das zweite, weil dort sind sehr extreme Belichtungen zu sehen. Das Masterbild bezieht sich, weil die Frage gerade kommt, sehr stark auf die Geisterbildkorrektur, aber nicht nur. Ich stelle mal wieder auf den Modus zurück, den wir am Anfang hatten. Das war unser Bild. Jetzt machen wir mal wählen wir mal einen anderen HDR-Algorithmus. Schauen mal, ob wir da ein bisschen mehr bekommen. In dem Falle nicht. Dann mache ich einfach mal die Belichtung heller, damit Sie ein bisschen mehr sehen können. Das Masterbild bezieht sich unter anderem auch darauf, wie diese HDR-Fusionsalgorithmen funktionieren. Denn auch diese Algorithmen zentrieren sich um das Masterbild. Es wird immer vom Masterbild ausgehend gerechnet. Es funktioniert aber egal, wo Sie es hinsetzen. Hier oben sehen Sie eine weitere Neuerung in HDR Project 7. Das sind die Gewichtungspresets. Das ist neu. Das heißt, die Verteilung der Gewichte der einzelnen Bilder. Also wie stark sollen einzelne Bilder in die HDR-Fusion eingehen. Ich nehme die Geisterbildkorrektur dazu nochmal raus. Dann sehen wir das ein bisschen besser. Und stelle jetzt mal hier vorne auf, alle Bilder sollen gleichmäßig stark eingehen. Dann wird das Bild insgesamt etwas dunkler. Dann Masterbild dominiert. Und hier kommt das Masterbild wieder ins Spiel. Das Masterbild geht stärker in die HDR-Fusion ein. Das sind qualitative Unterschiede, die sich dann in der Belichtung widerspiegeln. Dann können wir hier noch einstellen, dunkle Bilder dominieren. Der nächste Punkt ist Mitteltöne dominieren. Das ist auch die Default-Einstellung. Und diese Default-Einstellung hat eine besondere Eigenschaft. Ist der zweite Satz unten im Tooltip. Dieses Verfahren wirkt sich rauschreduzierend. Wirkt rauschreduzierend und eignet sich sehr gut für dunkle Motive mit höheren ISO-Werten. Also wir haben hier ein dunkles Motiv, dafür ist das gut geeignet.
Und es wirkt halt rauschreduzierend. Und das ist sehr wichtig. Und diese Voreinstellung können Sie natürlich umstellen, wenn Sie möchten. Damit kann man mal ein bisschen rumspielen. Wir haben also gesehen, okay, Geisterbildkorrektur nochmal aktiviert. Da gibt es dann noch einen großen grünen Knopf. Der macht dann noch ein bisschen mehr. Der versucht nämlich, diese Parameter, die Sie unterhalb der Geisterbildkorrektur zu sehen, für Sie optimal einzustellen. Ich klicke da jetzt mal drauf. Und das Programm hat sich jetzt entschieden für Landschaftsdetailprognose. Detailprognose ist der Versuch, Bewegung zu erkennen und die Richtung der Bewegung vorauszusagen. Ich sage bewusst der Versuch, das funktioniert in den allermeisten Fällen, manchmal nicht ganz so gut. Das kann man sich vielleicht so vorstellen, wenn sich ein Baum im Wind bewegt, sich die ganzen einzelnen Äste bewegen, dann bewegen sie sich alle in verschiedene Richtungen. Da eine Bewegungsrichtung vorauszusagen, ist relativ schwierig. Und das Programm hat sich für eine möglichst niedrige Intensität entschieden, weil dadurch mehr von ihrer HDR-Fusion qualitativ übrig bleibt. Denn Sie müssen sich überlegen, wenn Sie einzelne Bereiche aus der Belichtungsreihe ausklammern, nämlich dort, wo sich die Personen an einer anderen Stelle befunden haben, die werden ja jetzt nicht mit einbezogen, dann reduziert das die Gesamtinformation. Und das wird hier versucht zu optimieren. Also Geisterbildkorrektur aktivieren, einmal auf die Automatik drücken, dann sind Sie in den allermeisten Fällen schon auf der sicheren Seite. Auch hier wieder Horizontkorrektur, ja, Verzeichnungskorrektur. Und dann nehmen wir mal hier unten, dann nehmen wir vielleicht mal die Straße, Bürgersteig da drüben. Dann klappt auch das ganz gut, das wenden wir an. Und dann haben wir uns auch um Geisterbildkorrektur gekümmert. Ups, da wollte ich nicht hin, ich wollte auf den, ins Tonmapping. Und hier können wir jetzt haben wir die gesamte Belichtungsreihe vorbereitet. Wir haben gerauscht, wir haben Geisterbilder korrigiert, wir haben Horizonte gerade gestellt. Jetzt haben wir die Basis, um das Bild eigentlich zu bearbeiten. Das heißt, alles, was wir bis jetzt gemacht haben, ist alles nur in der HDR-Fusion. Das ist alles Vorbereitung. Das ist also wirklich alles nur die Vorbereitung auf die eigentliche Bildfinalisierung. Ich gehe noch mal kurz zurück zu der Belichtungsreihe, die wir gerade eben hatten, und würde dann einen weiteren Punkt ins Spiel bringen, nämlich Bildschärfe. Und damit ist der Workflow dann auch komplett. Wir fangen vorne an, erstmal Belichtungsreihe analysieren, dann nach Rauschen schauen, Horizont gerade stellen, Geisterbilder korrigieren, dann kommt die eigentliche Bildbearbeitung, die machen wir jetzt gleich mal gemeinsam. Und dann kümmern wir uns um Bildschärfe. Der Rolf fragt gerade, ob man die Person nicht ganz wegbekommt. Für solche Fälle gibt es tatsächlich das Programm Neat Projects. Wenn Sie in einer Belichtungsreihe drei Bilder machen, vereinfachen wir es mal auf drei Bilder, und in allen drei Bildern ist eine Person zu sehen, dann muss sich die HDR-Fusion für irgendein Bild entscheiden. Und dann wird die Person im Bild zu sehen sein. Man braucht spezielle Verfahren, um Bewegung komplett aus Bildern zu entfernen. Dafür ist der Spezialist Neat Projects 2. Damit geht sowas dann auch tatsächlich auch aus einer Belichtungsreihe. Gut, wir machen noch mal kurz die Dinge, die wir gerade getan haben, und ich zeige Ihnen mal, was in der Nachbearbeitung passiert, wenn wir die Bilder nicht entrauschen würden. Ich gehe hier noch mal rein und zeige Ihnen das noch mal in voller Auflösung, das Bild. Das sieht ja eigentlich ganz okay aus. Das sieht nicht stark verrauscht aus. Es ist hier ein bisschen unscharf. Und wir haben hier noch so diese roten Streifen, also chromatische Aberrationen. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das hatte ich eigentlich auch gar nicht unbedingt vorgesehen, aber wir können es ja mal eben machen. Ich öffne das RAW-Modul, gehe in den Bereich Farbbalance. Pardon, falsches Tab. Ich gehe in den Bereich Farbe. Dort gibt es hier oben einmal eine Lichtbeugungskorrektur. Wenn Sie das einzeln und manuell machen wollen, zum Beispiel für den Violett-Grün-Kanal, also Violett ist komplementär zu Grün im RGB-Farbkreis. Und wenn wir da mal näher rangehen und uns diese lilanen Konturen angucken, dann gibt es hier unten noch den Regler Aberrationen im Allgemeinen, chromatische, also farbige Verzerrungen. Den können wir dann nach oben drehen, noch ein bisschen stärker. Und ich habe wieder nicht auf volle Auflösung gestellt, dann sehen Sie da nicht so viel von. Ich mache das mal in voller Auflösung. Stell das nochmal aufs Original zurück. So ist es im Original, sehr violett. Mit korrigierten Aberrationen sind diese Farbkrümmungen entfernt. Wenden wir kurz an auf die Reihe. Lassen uns ein neues HDR-Bild berechnen.
und dann sind die auch hier weg. Der Heinrich fragt gerade, ob Neat Projects stehende Menschen löscht. Also Menschen werden natürlich nicht gelöscht, sie werden nur aus einem Bild entfernt. Nein, Spaß beiseite. Wenn Sie eine Bewegungssequenz erzeugen, dann wird versucht, Neat Projects Ihnen ein Bild aus dem zu errechnen, was sich aus allem Statischen zusammensetzt. Und wenn sich Menschen durchs Bild bewegen, dann kann man versuchen, hinter den Menschen, in den Bildern, wo sie nicht zu sehen sind, die Hintergründe zusammenzusammeln und daraus ein Bild zu machen. Wenn Sie ein einzelnes Bild in Neat Projects einladen, passiert überhaupt nichts. Also das meinen Sie wahrscheinlich. Aus einem einzelnen Bild einen Menschen entfernen, nein, funktioniert nicht. Das müssten Sie manuell machen. Gut, ich wollte jetzt nochmal ganz kurz, ich muss den Horizont nochmal korrigieren. Ich kann nicht, ich tue mich wirklich schwer darauf, auf schiefe Bilder zu schauen. Und ich habe leider die Angewohnheit, immer sehr schief zu stehen, wenn ich fotografiere. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht sollte ich mal an meiner Fotografierhaltung arbeiten. Wir drehen das nochmal gerade. Jetzt ist besser. Und wie gesagt, wir haben das Bild nicht entrauscht. Die Geisterbilder lassen wir mal kurz beiseite. Das Thema haben wir breit behandelt. Ich bin schon wieder durch die Fragen abgelenkt, pardon. Und jetzt transferiere ich das Bild mal, so wie es ist, das fertige HDR-Bild. Nehmen wir mal an, ich wäre jetzt fertig oder ich wähle vielleicht nochmal ein anderes Preset, weil mir das ein bisschen besser gefällt. Sei es mal dahingestellt. Das Bild transferiere ich jetzt per Direktschnittstelle. Ich habe hier oben Sharpen Projects 2 Professional eingestellt an unsere Sharpen-Software, an den Schärfe-Spezialisten. Das Bild wird zwischengespeichert, in Sharpen eingeladen. Das Programm hatte ich natürlich schon geöffnet. Das passiert ansonsten automatisch. Dann haben wir genau das Bild, was wir gerade im HDR-Programm, in HDR Project 7 bearbeitet haben, hier im Schärfenprogramm. Jetzt drücke ich einfach mal auf automatisch einstellen, hier auf der rechten Seite. Und dann wird für mich eine Bildschärfe erzeugt und noch eine Dunst- und Nebelkorrektur gemacht. Man sieht auf den ersten Blick, das Bild wird farbig besser, es wird schärfer. Und jetzt gehe ich da mal auf 1:1 Ansicht ran. Und dann sehen Sie, was passiert, wenn man vermeintlich nicht verrauschte Bilder schärft. Und genau deswegen brauchen Sie für maximale Qualität einen Entrauschungsprofi und einen Schärfeprofi. Man sieht, ich hole das mal hier im Vergleichsfenster ran, dann sehen wir es ein bisschen besser. Man sieht hier relativ deutlich, wie das Bild erheblich schärfer geworden ist. Wir können da nochmal gezoomt rangehen, dann sieht man das noch sehr viel besser. Ich stelle es mal 1:1 gegenüber. Da ist also schon eine erhebliche Bildschärfe hinzugekommen, aber eben das fehlende Entrauschen im Himmel sieht man jetzt besonders. Wir müssen also, vielleicht wenn wir an dieser Stelle angekommen sind und merken, oh, ich habe ja gar nicht entrauscht, dann müssen wir tatsächlich, wenn wir das Maximum herausholen wollen, quasi von vorne anfangen. Das geht relativ schnell. Wir machen das jetzt mal in der zügigen Variante. Ich gehe ins RAW-Modul, erinnere nochmal dran, Helligkeit der Bildanzeige, wähle eines der Bilder aus, was ich jetzt als Entrauschungsbasis nehmen möchte, stelle den Entrauschungswert ein, so wie ich ihn gerne haben möchte. Dann hatten wir noch Farbwolken entrauscht. Und jetzt nehme ich noch einen weiteren Punkt mit rein, den wir vorhin nicht besprochen hatten. Das ist das sogenannte Banding-Entrauschen. Das ist für glatte Flächen da. Da klicke ich auch nochmal drauf. Dann werden diese Flächen noch entsprechend geglättet. Und was Sie jetzt hier halt sehen, sind Tonwertstufen, die ich in der Helligkeit arg nach oben gedreht habe. Normalerweise wäre das, wie gesagt, so dunkel. Ich wende also jetzt das im RAW-Modul von HDR Projects an. Dauert einen kleinen Moment, bis er das alles neu berechnet hat. Einmal HDR-Bild in voller Größe ausrechnen. Wir sind jetzt fertig und schicke jetzt dieses neue Ergebnis wieder zu Sharpen Projects rüber. In der Version 2 ist ja noch eingestellt oben, brauche ich also nur draufdrücken. Und dann kann ich dieses Bild erneut per Automatik schärfen. Und dann sehen wir, das Ganze wird schon deutlich besser. Wenn wir jetzt ganz nah rangehen, sehen wir, dass hier immer noch Unruhe im Bild ist. Der Himmel ist also immer noch nicht ganz glatt. Und diese Unruhe hier, das ist der Grund, warum man eben diese Spezialistenprogramme wie Dinos Projects braucht, wenn man das Bild wirklich an die Grenze bringen möchte. Wenn Sie an einem Fotowettbewerb teilnehmen möchten und sagen, mein Bild, das wird der Knaller, da ist wirklich alles perfekt,
dann brauchen Sie auch entsprechende Programme, Algorithmen, Mathematik. Also der zweite Workflow ist halt erheblich größer. Da geht es mit Entrauschung los. Über Horizontkorrektur, dann über Geisterbildkorrektur, vielleicht noch chromatische Aberrationen haben wir gelernt. Dann die eigentliche Bildentwicklung. Und wie gesagt, da sind hier wirklich zahlreiche Möglichkeiten gegeben. Ich nehme mal den Grunge-Stil, der ein bisschen mehr Volumen ins Bild bringt, und nimm da mal das Preset Gegenlicht hell, da wird es dann schon sehr kräftig, wird es dann wirklich hell. Das ist alles reine Geschmacksfrage, und dann geht es nochmal am Schluss um die Bildschärfe. Ich schaue jetzt nochmal in die Fragen rein. Ich habe mit Sicherheit nicht alle Fragen geschafft. Die Frage vom Heinrich noch: Wenn Leute stehen, dann kann auch Neat Projects natürlich nichts machen. Also wenn Sie eine Bildsequenz machen, 20 Bilder und eine Person stand völlig still, dann wird auch diese Person im Ergebnis natürlich noch drin stehen bleiben. Weil das, was dahinter zu sehen war, ist ja in keinem einzigen Bild vorhanden. Eine weitere Frage von Heinrich, alle, die da kommt, ist: Sollte man in HDR Projects Schärfungsfunktionen entfernen, bevor wir in Sharpen Projects gehen? Diese Frage ist A, sehr wichtig und B, sehr fachkundig. Denn dahinter steckt folgendes Wissen: Wenn Sie ein Bild mehrfach schärfen, dann werden Halo-Kanten, also diese hellen Schärfekonturen, verstärkt. Je öfter Sie ein Bild schärfen, umso stärker werden diese Halo-Konturen, diese, ich nenne sie Schärfe-Halos, die meistens 1 bis 2 Pixel breit sind. Sie könnten also auf den Gedanken kommen, und der Gedanke ist durchaus richtig, dass Sie im HDR-Programm, zum Beispiel im Optimierungsassistenten, so Sie den vorher anhatten, ich mache ihn jetzt mal an, stelle mal eben wieder auf die Preview-Auflösung zurück, dann geht es alles ein bisschen schneller, dass Sie hier die Schärfe abschalten, bevor Sie das Bild an Sharpen Projects verschicken. Und im Expertenmodus können Sie schauen, ob Ihr Preset hier natürlich ausgewogen einen Schärfefilter beinhaltet. Es ist jetzt aber so, dass wir diese Presets alle komplett überarbeitet haben. Die sehen noch sehr ähnlich aus, sind aber völlig neu eingestellt. Und hier ist ein neuer Schärfeeffekt hinzugekommen, der heißt Schärfe optimieren. Der sorgt dafür, dass Sie eben genau das nicht mehr tun müssen. Sie können die Bilder also einfach aus HDR Projects zu Sharpen schicken und müssen nicht befürchten, dass Sie dadurch diese Schärfe-Halos verstärken, denn genau dafür ist dieser spezielle Schärfe-Optimieren-Effekt. Und Sie sehen, der hat auch eine ganze Menge Parameter. Da muss man dann auch erstmal ein bisschen lernen, was kann ich da wie einstellen. Also das müssen Sie tatsächlich nicht mehr machen. Sie sehen, ich habe es nicht gemacht und bekomme in Sharpen Projects halt ein Bild gut geschärft, wo diese Schärfe-Halos quasi nicht zu sehen sind. Sie sind immer vorhanden. Man braucht sich nicht der Illusion hingeben, dass man die vollständig vermeiden kann. Aber man kann sie recht gut vermeiden. Und ja, damit sind wir an einem etwas größeren Workflow angekommen. Das Ganze geht noch eine Stufe größer. Man könnte auch noch auf die Idee kommen, vielleicht so als Anregung, eine unschärfe Korrektur. Ich stelle mal in Sharpen Projects auf unschärfe Korrektur. Also ohne irgendwelche Farbkorrekturen, ohne Dunst- und Nebelkorrektur. Man könnte auf die Idee kommen, die einzeln entrauschten Bilder mit einer Unschärfekorrektur zu behandeln und erst danach die HDR-Fusion zu machen und am Schluss das Bild nochmal final zu schärfen. Also es gibt da immer noch Möglichkeiten, noch weiter zu gehen. Eine Frage, die ich vorhin noch gesehen habe, die nehmen wir dann vielleicht als letzte noch mit rein. Ich sehe, die Zeit ist leider schon wieder so gut wie vorbei. Unglaublich. Das war die Frage danach, wie viele Belichtungsreihenbilder soll ich denn nehmen? Grundsätzlich, je mehr Bilder Sie machen, umso mehr Substanz hat Ihr HDR-Bild. Also das, was Sie als eingeladene Belichtungsreihe, als Basis für die Bearbeitung haben. Je mehr Helligkeitsinformationen Sie hier reinbringen, also wenn Sie die Möglichkeit haben, 9er Belichtungsreihen zu machen, machen Sie das ruhig, wenn Sie die Zeit investieren möchten. Ihr Bild hat dann mehr Potenzial zur Bearbeitung. Sie können in den Schatten mehr machen. Sie können mehr in den Schatten hervorholen. Sie können Details mehr verstärken und so weiter. Mehr ist grundsätzlich gut. Es gibt allerdings 2 Effekte, die dagegen sprechen. Wenn Sie das von Hand machen, ist es sehr schwierig, Belichtungsreihen zu machen mit mehr als 3 Bildern. Einige Kameras haben 5er Auto-Bracketing.
Einige haben 303er Auto-Bracketing. Das ist dann schwierig, weil sie müssen sich dann genauso wieder hinstellen oder zumindest in etwa. Vielleicht noch ganz kurz. Ich habe das vor kurzem tatsächlich mal gemacht und habe eine 6er Belichtungsreihe mit meinem 3er Auto-Bracketing zweimal hintereinander gemacht. Und man sieht, wie ich hier verdreht hatte, weil ich die Kamera halt umgestellt habe. Aber das kann die neue Version von HDR Project sehr gut kompensieren, weil auch die Bildausrichtung ist überarbeitet und hat jetzt Themenbereiche, die Sie zur Ausrichtung nutzen können. Also zum Beispiel für Landschaften optimierte Bildausrichtung. Und auch da kommt dann am Schluss ein gutes Bild bei raus, was auch scharf ist. Ja, der Egon fragt noch in ganzen oder in halben EV-Stufen. Ich persönlich fotografiere nur in ganzen EV-Stufen, außer ich will es wirklich auf die Spitze treiben. Also ich habe mal eine Zeit lang 33er Belichtungsreihen gemacht in Drittel EV-Stufen. Aber das geht dann in den allermeisten Fällen übers Ziel hinaus, außer Sie möchten vielleicht in eine Flutlichtanlage hinein fotografieren. Der Peter stellt noch eine ganz wichtige Frage, ob es einen Unterschied macht, ob ich eine Belichtungsreihe fotografiere oder eine Belichtungsreihe aus einem einzelnen Bild generiere. Wenn Sie eine Belichtungsreihe generieren, ist die Information, die Sie dadurch zusätzlich erzeugen, immer sehr, sehr viel geringer als bei einer realen Belichtungsreihe. Also immer Belichtungsreihen real machen, nicht aus einem Bild eine Belichtungsreihe machen. Das ist etwas, was wir hier zusätzlich tun. Das entspricht in etwa dem, was Ultra HDR macht. Ja, ich hoffe, ich konnte Sie heute ein bisschen mitnehmen auf eine Workflow-Reise. Das, ja, ist alles natürlich, wir sind heute schon relativ weit ins Detail gegangen. Man kann immer noch weitergehen, aber ich denke, das war schon recht reichlich. Ich würde mich freuen, wenn ich Sie bald wieder begrüßen darf. Ich bin am 9. Mai wieder da zum Premieren-Webinar, wo ich dann genau und exakt die ganzen Neuerungen in der Version HDR Project 7 vorstelle. Ja, und ansonsten, Sie erhalten natürlich noch eine E-Mail im Nachgang an dieses Webinar, wo dann ja nochmal Revue passieren, wo Sie das nochmal Revue passieren lassen können. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich kann mich nur herzlich bedanken und sage bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Bis dahin, auf Wiedersehen.